Herr Kollege Dr. Baumann, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schindenburg aus Hamburg. Ich würde gern zu Ende sprechen. Vielen Dank. Sie können sich anschließend melden, Herr Schindenburg. Sie können anschließend ja reden. Das kann er nicht. Das entscheidet das Präsidium. Und wir müssen sorgen für sichere Grenzen hier bei uns. Ich glaube, Sie haben die Zeit nicht angehalten. Ich gebe Ihnen 20 Sekunden. Ich fordere. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen? Nein, das ist jetzt so. Den Mettigeln alles gesagt. Das muss man nicht vertiefen. Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn von der AfD? Nein, Sie hatten in dieser Debatte schon zu viel Raum, meiner Meinung nach. An dieser Stelle Kollege sei erlaubt. Das hört sich nach Schluss an, aber ich wollte fragen, ob Sie bereit wären für eine Zwischenfrage oder eine Zwischenbemerkung. Ehrlicherweise zur AfD habe ich schon alles gesagt, was notwendig war, und deswegen brauche ich von denen auch keine Zwischenrufe und keine Fragen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Tonka? Ich würde eine Intervention bevorzugen. Auch die FDP muss sich manche Fakten anhören. Und gut, alles klar. Ja. Ihr gutes Recht. Nicht von meiner Zeit ab. Ja? Ich habe Danke. Die Redepause selbstverständlich Danke. Eingehalten. Da ist Verlass auf mich. Danke. Herr Ulrich, ich habe noch mal die Frage. Wollen Sie zulassen, eine Zwischenfrage oder Bemerkung eines AfD-Kollegen? Ich mache uns mal einen Vorschlag für uns alle. Das ist keine Antwort. Ja, ist Teil der Antwort. Ich bin bereit, immer dann von der AfD zu antworten, wenn es um einen Antrag unserer Fraktion geht. Ich rede aber zum Antrag der FDP-Fraktion. Gut, ist klar, das war jetzt ein Nein. Dankeschön. Ich muss jetzt ein bisschen auf Zeit drücken. Ich habe Hunger. Darf ich Sie unterbrechen? Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Storch? Nein, ich glaube, sie hat genug geredet. Uns hat uns gereicht hier im Parlament. Frau Kollegin Amtsberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der AfD? Die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Ich bin eigentlich Verfechterin davon, jede Zwischenfrage zuzulassen, aber ich beantworte es heute mal als Mutter. Ich habe mir 4 Minuten lang Ihr Familienbild hier angehört und ich bin der Auffassung, dass ich jetzt mal meins darstelle und mich ununterbrochen sozusagen diesem Thema widme. Konsequenz Ihrer Politik. Eine Politik. Frau Kollegin, Entschuldigung, bitte um Entschuldigung. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Kollege Lischke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sichert? Nein, das mache ich nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde inzwischen Ihre Zwischenfragen genauso originell wie die immer gleiche Krawatte Ihres Fraktionsvorsitzenden. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, weil die sich ja sowieso nicht verändern. Sie bleiben bei Ihrem Standpunkt. Ich möchte gerne weiter fortführen. Frau Lazar, gestatten Sie eine Zwischenfrage der AfD? Nee, von der AfD nicht. Sie versuchen Kollegin Rüttrich, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Sie können jetzt mir zuhören. Da wollten Sie ja herkommen dafür in das Hohe Haus. Also hören Sie sich das jetzt bitte an. Herr Böhringer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Grünen? Als Intervention bitte hinterher. Sie bekommen Ihre Antwort, aber nach der Rede. In Ordnung, ja. Der Rede, ja. Kollege, ob Sie die Schwangerschaft abbrechen lassen können. Sie eine Zwischenfrage zu. Ehrlich gestanden, ist mein Bedarf an AfD-Aussagen schon irgendwie voll erfüllt? Wir hätten auch eine von der CDU-CSU-Fraktion. Später. Wir hätten auch eine von der CDU-CSU zur Auswahl. Auch nicht. Auch nicht. Ja, ja. Herr Kollege Reichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin von der AfD? Nein, mache ich nicht. Ich bin grippekrank, ich reg mich über die AfD auf. Ich habe heute keine Lust und Laune auf eine Zwischenfrage. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Kollegin von der AfD? Ich gestatte keine Zwischenfrage. Es tut Ihnen gut, einmal zuzuhören und nicht sich selbst zu hören. Und sich down so, als wenn man Angst hemmen muss dafür, dass irgendein Van Buten noch seinen Einfluss in uns sprach hingeben deit. Deutschland profitiert davon, dass wie Tausammenwasen in Welt geht nur, wenn man sich gegen sie dich unterholen und verstanden kann und wenn man die richtige Sprache proken kann. Und wenn man eine andere Sprache... Herr Kollege Saathoff, abgesehen davon, dass Sie bitte darauf achten, dass wir alle auch verstehen, was Sie sagen. Wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg akzeptieren. Herr,
Herr Präsident, die AfD vermutet, dass durch Quantität ihrer Zwischenfragen ihre Arbeit mehr gewertschätzt wird. Die Qualität lässt aber deutlich zu leiden. Und wir haben das heute erlebt. Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Frau Zöllner, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Keuner von der AfD-Fraktion? Ja, mir hat mal ein alter General gesagt, man soll den Gegner rechts liegen lassen und zum Ziel vorstoßen. Und da halte ich mich auf jeden Fall dran. Gestatten Sie, Herr Schuster, eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Ich lasse das immer zu, aber im Moment habe ich die Pflicht, dass das hier pünktlich zu Ende geht, weil wir eine Sondersitzung des PKGR haben. Wir treffen uns wieder. Versprochen. Herr Kollege Binding, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nee, würden wir jetzt nicht machen. Ich glaube, es ist besser. Ja. Ich denke, wir diskutieren das im Ausschuss. Ich weiß, die Wahrheit ist immer dermaßen schlecht auszuhalten. Also. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Frau Nein, wir sollen jetzt erstmal zuhören. Für Sie, meine Damen und Herren der AfD. Herr Bartke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nee, bestimmt nicht. Herr meine Damen Bartke, und Herren der AfD. Ich an, dass Sie auch eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin Storch nicht gestatten wollen. Welcher Kollegin? Von Storch. Nein. Auch nicht. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Nein, danke. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 21. Nein. Von wem? Von dem Kollegen von den Grünen. Ich gestatte gerne Fragen von allen Kollegen aus demokratischen Parteien, aber von den Grünen nicht. Also nochmal, bevor Sie sich wieder anschicken, wir wissen doch ganz genau, wer hier in diesem Lande hetzt und Hass sieht, liebe Kollegen von den Grünen. Die fair nach außen sind? Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf
Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.